Willkommen zurück zum Momodora und ja, dann schauen wir mal, was hier oben Schönes ist. Du hast ein Wappenfragment gefunden. Seine Essenz erlaubt es dir, in der Luft auszuweichen. Okay, wie soll das denn gehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, in der Luft ausweichen. Da war jetzt irgendwie kurz eine Unsichtbarkeit zu spüren. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir ja hier einen Hinweis. Sternentalisman, Kristall. Wichtige Gegenstände. Beschleunigt das Aufladen Bogens? Nee, Wappenfragment. Klosterschlüssel, Wappenfragment. Wichtige das Ausweichen in Luft. Teil eines Wappens, das das momentane kastrianische Regiment darstellt. Vier Teile sind notwendig, um die Gebiete im Schloss zu. Sagt mir jetzt noch nicht so ganz. Ich habe sogar zwei Wappenfragmente, sehe ich gerade. Also habe ich hier nur noch zwei zu suchen. Gibt es ja auch eine Questleiste. Ja, also ich muss mich schon blind durchschlagen quasi. Schauen wir mal, ob er jetzt was Neues sagt. Nee. Der gleiche Scheiß nochmal. Ja. Ist okay, halt die Klappe. So, wir sind von oben runtergefallen, soweit ich noch weiß. Ach du Scheiße. Sowas liebe ich ja. Unten Stacheln, dünne Schnittpunkte. Und dann noch drohende Pfeile. So. Die hätte ich auch mit Explosion irgendwie töten können, denke ich. Immer mehr Räume öffnen sich mir. Gehen wir erstmal hoch, weil da oben waren wir schon in irgendeiner Ecke. Schauen wir uns mal gleich an, wo wir da waren. Ja, genau, hier war eine Glocke. Können wir nochmal gucken. Hier haben wir jetzt alles. Da oben ist noch ein Raum und da unten ist noch ein Raum. Da oben rechts ist noch ein. Ah, es öffnen sich immer mehr Räume. Ich freue mich darüber. Da gehen wir jetzt mal rastlos vorbei. Bam. Okay. Die Stacheln da kommen mir sehr gefährlich vor. Oh, ein Geheimgang. Du hast einen Elfenbeinkäfer gefunden. Naja, gut. Da habe ich bis jetzt noch nicht so viele gefunden. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich hole mir das Herz. Zack. Sehr schön. Mehr HP. Prüfen. Aschenen Schlüssel erhalten. Sehr gut. Darüber kann ich mich nicht beschweren. Kann ich da ganz runter? Nee. Okay, dann ist da auch nichts mehr. Ah ja, wie komme ich wieder hoch? So, okay. Ah, das war zu früh. Ich heile mich mal lieber. Nicht, dass ich bei den Stacheln sterbe wegen dem Müh an Leben. Jetzt muss ich warten, bis ich ganz oben bin. So, dann warten wir, bis die Stacheln weg sind. Jupp. Und jupp. Ja, so schwierig war es dann auch nun wieder nicht am Ende. Und der Raum. Der Raum war jetzt auch nicht gerade die Wucht. Aber gut. Immerhin haben wir bis überlebt. So, dann gucken wir mal. Nach rechts unten und so dürften wir jetzt alles haben. Gut, dann gehen wir mal nach oben links. Gucken wir mal, ob wir da schon hinkommen. Aber ich denke, der Unterschied zu Castlevania oder Metroid oder sowas wird definitiv sein. Es sieht schon sehr aus, als wenn man sehr schnell lüftet alles. Also als wenn da jetzt nicht die ultimative Endlosigkeit dahinter steckt. Was sehr schade ist eigentlich. Also. Uah. Bin ich erschrocken. Willst du kaufen? Durchbohrende Pfeile und unreine Flasche. Passiv stellt HP her, wenn der Nutzer vergiftet ist. Ach, das ist so eine. Ja.
Nicht wirklich, oder? Pfeile durchbohren, Feinde, was? Passiv? Ja. Ich nehme mal beides. Auch wenn ich vielleicht beides gar nicht brauche. Bisher habe ich noch keine Technik gefunden, die wo besser ist, als die ich schon habe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und da komme ich nicht so ran. So. Das war jetzt nicht so schwer. Das war jetzt auch ein geheimer Gang, kommt mir ein bisschen so vor. Ich habe keine Öffnung gesehen vorher. Oh ja, die da. Kann ich nicht zerstören, okay. Trifft er mich? Nee. Uah. Hab gedacht, ich könnte es noch schaffen. Okay. Mehr solche Dinge. Ich erinnere mich sehr stark an die Blöcke in Super Mario World. Wo die doch ganz unterschiedlich sind. Aber so von der Mache her ist das halt atypisch. So. Schauen wir mal, ob wir die Tür hier schon aufkriegen. Aschener Schlüssel benutzt. Okay. Da geht's rauf. Da gehe ich erstmal rauf, weil es ist wahrscheinlich der Weg nach oben, wo wir noch nicht waren. Deswegen schließen wir den Kreis hier schnell mal. So, jetzt bin ich glaube ich schon drinnen. Ja, also recht viel Neues ist da nicht. Ja, da waren wir schon. Okay. Schauen wir mal noch, ob wir hier noch irgendwas finden. Ich glaube es eher nicht. Dafür wirkt mir der Raum zu unbedeutend. Das ist so nur so quasi so eine Abkürzung nach oben. Mit ein bisschen Jump-Einlagen. Aber alles überprüft haben ist, denke ich, doch wichtig. So. Die Statuen. Mal lieber von der Ferne erschießen und dann. Uah! Au, 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 au. Oh, wieder ein Herzteil. Sehr schön. Naja, so viel war das jetzt nicht, aber gut. So, was das bewirkt hat, keine Ahnung. Aber wir werden es sicher bald herausfinden. So, vorsichtig. Na komm. Oh. Ah, ich habe die Dinger gestoppt. Aber was soll das bringen? Ich bin ja schon überall gewesen, wo die Dinger sind. Hat das dann irgendeine Bedeutung? Ja, vielleicht hätte ich das viel früher erwischen sollen. Dann hätte es vielleicht Sinn gemacht, aber so jetzt nicht mehr. Zumindest kommt es mir so vor. Schauen wir mal noch, was da hinten sich verborgen hat. Das war eins höher, da muss ich wieder hoch irgendwie. Autsch. Hier kann ich nicht lang. Wie komme ich da wieder hoch? Schauen wir mal hier hinter. Ah. Menüraum gebastelt. Eieiei. Aber hier komme ich auch nicht hoch. Da gibt es nur den Händler. Den haben wir schon alles abgekauft. Komme da auch nicht mit dem Jump rüber, oder? Ich kann zumindest den da hier runter switchen, aber ich komme hier nicht hoch. Nee. Definitiv nicht. Da bräuchte ich schon einen Dreifachsprung. Das ist übrigens eine kleine, ja. Ein kleines, Manko.
sage ich jetzt mal so, oder nee, sagen wir mal so, so eine kleine Idee, die mir irgendwie noch fehlt. Ein Dreifachsprung in Rollenspielen. Es gibt immer den ganz obligatorischen Zweifachsprung. Aber ich glaube, es gibt, also ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht gibt es wirklich eins, aber ich habe noch kein Rollenspiel gesehen zumindest. Ich habe schon ziemlich viel gespielt, wo einen Dreifachsprung hat. Das wäre mal cool. Und hinzufügend kann ich dann auch sagen, dann wäre es auch noch so cool, also wäre es auch cool, wenn es nicht nur einen Dreifachsprung gibt, sondern halt das Ganze sich noch erhöhen lässt. Also aller Sanjis Fähigkeit aus One Piece, so dass man immer mehr einen Moonwalk quasi machen kann. Also in die Luft laufen. Das wäre mal eine interessante Sache. Also hat es bis jetzt meines Erachtens nach noch nicht gegeben. Jetzt schauen wir mal, ob wir von hier aus dahin kommen. Irgendwo sind wir runtergefallen. Deswegen sind wir da nicht hingekommen. Vielleicht von hier aus. Oder glaube ich, eine versperrte Tür kann das sein. Ich bin mir nicht sicher.